Was für ein schöner Tag für einen Strandbesuch. Groovy, das Strandtuch steht dir ausgezeichnet. Es ist gut, dass ihr leichte Kleidung tragt. Im Sommer darf man sich nicht warm anziehen. Ihr wisst ja, in der warmen Jahreszeit kann es ganz schön heiß werden. Die Kühlbox steht ziemlich nah am Meer. Was glaubt ihr, Kinder? Ist das ein guter Platz für die Kühlbox? Ihr wollt Strandtennis spielen? Super Idee! Groovy, kannst du spielen? Ganz sicher? Groovy, du musst den Ball mit dem Schläger treffen. Genau, mit dem Schläger. Los, du bist dran. Wunderbar, Groovy. Du hast den Dreh raus. Phoebe, du bekommst einen Sonnenbrand. Hast du dich nicht eingecremt? Phoebe, du musst dich immer mit Sonnencreme eincremen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Und du auch, Groovy, obwohl deine Haut nicht so empfindlich ist. Paps, hilf mir zu erklären, wie man sich vor der Sonne schützen kann. Im Sommer scheint die Sonne sehr kräftig. Deshalb befolgt diese Tipps immer, wenn ihr an den Strand, ins Freibad oder in den Park geht, damit ihr euch keinen Sonnenbrand holt. Erstens, cremt euch mehrmals am Tag mit Sonnencreme ein. Zweitens, setzt euch einen Hut oder ein Käppi auf. Drittens, schützt eure Augen mit einer Sonnenbrille. Und viertens, haltet euch im Schatten auf, wenn die Sonne am höchsten steht. Zum Beispiel unter einem Sonnenschirm. Habt ihr alles verstanden? Sehr schön. Tragt überall Sonnencreme auf. So ist es richtig. Und jetzt braucht ihr etwas, um euren Kopf zu bedecken. Großartig. Und was fehlt noch, Kinder? Eine coole Sonnenbrille. Super, jetzt könnt ihr weiterspielen. Was ist denn? Oh weia, die Welle da hat unsere Kühlbox mit unseren Snacks weggespült. Oh, oh, das Meer zieht sie immer weiter nach draußen. Ich weiß, Groovy, in der Box sind unsere Lieblings-Sommersnacks. Ananas, Wassermelone, Nektarinen. Wir müssen sie uns zurückholen. Was können wir nur tun? Ich weiß was, Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um die Kühlbox zurückzuergattern? In eine Kamera? In ein Tretboot? Oder in einen Strandball? Richtig, in ein Tretboot. Los, Phoebe! Du schaffst das! Das machst du großartig! Fast da! Super! Achtung! Eine Welle! Klasse! Wir haben sie! Zurück zum Strand! Super! Ihr habt es geschafft, Kinder! Zeit für ein Picknick. Unter dem Schirm bekommt ihr beim Picknicken keinen Sonnenbrand. Und frisches Obst ist der beste Snack zum Energietanken. Schmeckt's euch? Wow, euer Fruchteis sieht ja köstlich aus. Lecker!
Phoebe hat 2 Kugeln Erdbeereis und Groovy 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln unterschiedlicher Obstsorten. Du kleiner Vielfraß. Pass auf, Groovy. Verflixt und zugenäht. Groovy, die Wellen sind nicht daran schuld. Groovy, das ist Phoebes Eis. Sie muss selbst entscheiden, ob sie dir etwas abgeben möchte oder auch nicht. Großartig, Phoebe. Unter Freunden teilt man immer gerne. Jetzt könnt ihr euch beide euer leckeres Fruchteis schmecken lassen. Yum. Und jetzt noch viel Spaß am Strand. Was für ein schöner Tag, um am Strand zu spielen. Nicht Groovy. Du darfst nicht einfach Müll auf den Strand werfen. Auch wenn es nicht deiner ist. Er gehört in den Mülleimer. Oh je, der ganze Strand ist voller Müll. Das können wir nicht dulden, Kinder. Wir müssen etwas unternehmen, nicht wahr, Paps? Die Erde ist in Gefahr, weil sie die Erwachsenen dauernd verschmutzen. Müll darf man nicht einfach irgendwo hinwerfen, sondern in einen Müllcontainer. Außerdem müssen wir den Müll richtig trennen und recyceln. Grüne Flaschen kommen in den grünen Container, blaue Flaschen in den blauen und rote in den roten Container. Kommt, Kinder, helft alle mit! In welchen Container gehören diese Flaschen? Sehr gut, Phoebe. Gut gemacht. Die blaue Flasche kommt in den blauen Container. Nein, Groovy. Die rote Flasche gehört nicht in den blauen Container. In welchen gehört sie, Kinder? Genau. In den roten Container. Ich habe eine Idee, wie wir den Strand sauber machen können. Lasst uns ein Spiel daraus machen. Schauen wir mal, wer die Flaschen schneller wegräumen kann. Phoebe oder Groovy? Nehmt ihr die Herausforderung an? Das Spiel ist ganz einfach. In jedem Feld sind 5 Flaschen. Phoebe und Groovy müssen sie aufsammeln und in den richtigen Container werfen. Verstanden? Auf die Plätze! Fertig! Los! Beide Spieler ergattern eine Flasche. Phoebe landet ihren ersten Treffer, aber Groovy hat nicht aufgepasst. Oh nein, er muss sie wieder aufheben. Phoebe geht in Führung und liegt vor Groovy, der seine Flasche inzwischen richtig eingeworfen hat. Phoebe schnappt sich ihre 3. Flasche. Groovy ist erst bei der 2. Das Spiel scheint entschieden zu sein. Phoebe wird gewinnen, wenn sich Groovy nichts einfallen lässt. Doch nicht. Groovy verwandelt sich in einen Tintenfisch und holt auf. Das Spiel ist noch nicht entschieden. Ein wahres Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Spieler werfen ihre letzte Flasche ein. Und das Ergebnis ist... unentschieden. Eigentlich haben wir alle gewonnen, denn der Strand ist blitzeblank. Vielen Dank, Kinder. Oh... eine Riesenwelle. Was ist das denn? Die Welle hat wieder lauter Flaschen an den Strand gespült. Kinder, wir haben ein Problem, und zwar ein großes. Das Meer ist auch voller Müll. Wie können wir die ganzen Flaschen nur einsammeln? Fällt euch was ein? Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um das Meer zu säubern? In einen Bleistift?
In ein Boot? Oder in einen Ball? Ja, genau. Groovy muss sich in ein Fischerboot verwandeln, um das Meer zu säubern. Los, Kinder, fischen wir die Flaschen aus dem Meer. Wow, der Strand sieht echt toll aus, jetzt wo er sauber ist. Jetzt können wir den Rest des Tages genießen. Gute Idee. Feiern wir unsere gute Tat mit einem kühlen Saft. Aber Kinder, wo gehören die leeren Flaschen hin? Genau, in den entsprechenden Müllcontainer. Sehr gut, ihr habt die Lektion gelernt. Müll muss getrennt und recycelt werden. Aber jemand Spaß. Ihr seid ein tolles Team. Puh, es ist echt warm. Wollen wir ins Wasser? Oh nein, die Wellen sind so hoch, das ist sogar mit Schwimmflügeln zu gefährlich. Ich weiß was. Wisst ihr, was lustig wäre? Einen Pool am Strand zu bauen. Ganz einfach. Wir müssen nur ein Loch graben und es mit Wasser befüllen. Genau so. Zuerst müssen wir ein tiefes Loch graben. Genau, dann füllen wir es mit Wasser. Wenn du alles verspritzt, musst du es nochmal befüllen. Viel Spaß, ihr drei! Was für ein schöner Tag zum Gärtnern. Groovy, könntest du Phoebe eine kleine Brokkolipflanze bringen? Groovy, wenn du die ganzen Setzlinge aufisst, können wir nie großen Brokkoli ernten. Das ist schon besser. Phoebe, Groovy, die Kinder und ich würden uns gern den Garten ansehen. Zeigt ihr in uns? Das, Kinder, sind Tomatenpflanzen. Tomaten sind so lecker. Mmh, yum, yum. Wir können sie zum Beispiel in einen Salat tun. Mögt ihr Salat? Auch wenn es nicht so aussieht, ist das ein Karottenbeet. Ja, echt Karotten. Phoebe, kannst du für die Kinder mal eine rausziehen? Und was ist das, Kinder? Weiß jemand, wie dieses Gemüse heißt?
Ja, Kürbisse. Die kennt ihr bestimmt von Halloween. Keine Sorge, Groovy. Kürbisse sind harmlos wie alle Gemüsesorten. Und außerdem sind sie total gesund. Puh, Kinder, ich schmelze gleich. Es ist so heiß. Es ist wichtig, dass ihr euch vor der Sonne schützt, damit ihr keinen Sonnenbrand bekommt. Oh nein, Kinder, dem Gemüse ist auch heiß. Danke für deinen Hut, Groovy. Lieb von dir. Aber was sie wirklich brauchen, ist Wasser. Ihr müsst sie gießen. Da drüben ist der Schlauch. Kommt schon. Kinder? 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 Kinder, verschwendet nicht zu viel Wasser. Kinder, Kinder. Kinder. Wenn ihr so weitermacht, platzt der Schlauch noch. Und er ist geplatzt. Danke, Pops. Kinder, Wasser ist ein kostbares und knappes Gut. Das darf man nicht einfach so verschwenden. Pops, hilfst du mir zu erklären, warum? Alle Lebewesen auf der Erde, Pflanzen, Tiere, Menschen und der ein oder andere Marsianer brauchen Wasser, um zu überleben. Es gibt immer weniger Trinkwasser auf unserem Planeten, weil wir so viel davon brauchen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir sparsam mit dem Wasser umgehen, das wir haben. Wir sollten es also nur für essentielle Dinge wie Trinken, Waschen oder zum Gießen unseres Gartens verwenden und es nicht verschwenden. Versteht ihr das? Bei dem ganzen Herumtoben habt ihr vergessen, das arme Gemüse zu gießen. Der Schlauch ist kaputt. Wie können wir die Beete jetzt auf umweltfreundliche Art bewässern? Haha, Phoebe, ich fürchte, das ist nicht genug Wasser. Wir brauchen mehr davon. Ich weiß was. Groovy kann uns helfen. Kinder, in was könnte sich Groovy verwandeln, um das Gemüse zu retten? In eine Gießkanne? In Zahnpasta? Oder in einen Pinsel? Genau. Groovy muss sich in eine Gießkanne verwandeln, um das Gemüse zu retten. Los geht's. Toll, Phoebe. Du hast den Wasserhahn rechtzeitig zugedreht, um kein Wasser zu verschwenden. Das Gemüse gedeiht prächtig mit dem Wasser. Wenn die Pflanzen sprechen könnten, würden sie euch bestimmt danken. Gartenarbeit macht durstig. Aber vergesst nicht, was ihr gelernt habt. Wasser ist für alle da und wir dürfen es niemals verschwenden.